Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti Bambam. Heute gibt es wieder eine neue Runde Starcraft 2 mit dem Mutti Bambam, mit mir gegen einen Zergspieler. Ja, Zergspieler. Wir werden sehen. So, wir wollen auf jeden Fall unten dann also die Echse nehmen. Ich werde heute mal nicht so viel sprechen, weil ich ein bisschen eigentlich nur ein bisschen üben will. Nein. So, dann gucken wir mal rüber, was er macht. So, meine Maus ist irgendwie verstellt. Jetzt passt wieder. So, passt. Schon längst eine Sonne drunter haben müssen für mein Gate. Ah, ich bin ein bisschen spät dran, ist egal. Ja! So, wir nehmen 19 eine Echse. Er wird wahrscheinlich 3 nehmen. 3 Bases. Sollte er auch. Hier muss man jetzt auf jeden Fall meinen Kern noch. Ein bisschen spät dran, dadurch wir die Pylone gesetzt haben. Baue ich. So, wir gucken ja mal oben mal rein. So, Chronobusten sind Stalker. Kommen auf jeden Fall Linge. Scheint auch nicht wenig Linge. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr benötigt mehr Respinger. So, wenn er den Overlord jetzt nicht rettet irgendwie, dann kriegen wir den auf jeden Fall. Wir sind eins mit dem Schatten. Ich kann wohl nicht retten. So, Overlord 1-0. So, jetzt sammeln wir ein bisschen Gas und dann kriegen wir irgendwann unser Orakel und killen ihn ein bisschen rum. Ist halt natürlich blöd, dass er halt so weit weg ist, also dass er seine Ex so weit weggebaut hat für ihn. Aber das juckt uns ja nicht. Also für uns ist es gut, für ihn ist es nicht so gut. Auf jeden Fall jetzt noch. Wir müssen langsam mal scouten, was er macht. Das könnte ganz schön schwierig werden, sonst für uns. Wenn es mit dem Boomling All-In kommt. Dimensionalstränge abgestimmt. Ihr benötigt mehr Wissen. Ihr müsst zusätzliche Kühe. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Okay, Luftabwehr hat jetzt nichts weiter. Okay, er hat nicht so viel. Das ist natürlich ein Problem. Ich verstehe. Die Sterne stehen gut. Es ist vorherbestimmt. Shit. Teleportation erfolgreich. Das sieht nach einem All-In aus. Sag ich's doch. Ja.
Shit. Shitty, das haben wir auch noch verloren. Was ist euer Begehr? Wo verbirgt sich der Feind? Ja, jetzt haben wir es ganz verloren. GG. Das war ein Scheißspiel. Das war ein absoluter Roach All-In. Tja, wenn wir den verteidigt, dann wäre es für uns besser gewesen. Aber ist egal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Mutibier. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutibär. Tschüss, tschüss.